Ich habe tatsächlich viele unheimliche Geräusche gehört und sogar, wie der Geist sprach. Durch diese Tür. Baudouin war allein im Zimmer und der Geist sprach mit grauenhaftem Akzent. Und das hörte ich mehrmals. Die Legende muss wahr sein. Vor langer Zeit wurde hier ein Mörder aus Bayern hingerichtet. Sein roter Geist spukt seither durch diesen Palast. Habt ihr das Bild gesehen? Gestern tauchte es plötzlich auf, aus dem Nichts. Mein Name ist Le Gall, Berater des Finanzdirektors Baudouin. Er hatte sich seit gestern in seiner Amtsstube eingesperrt. Seit einigen Wochen war er sehr aufgeregt. Traurig, dass es so enden musste. Wir hörten einen Schuss. Dann liefen wir hinaus, um zu sehen, was passiert war. Ich glaube, es war der Rote Geist. Vor ein paar Nächten habe ich den Geist selbst gesehen. Ich bog um die Ecke und sah ihn durch diese Tür verschwinden. Ganz in Rot und mit einem furchterregenden Ausdruck. Mein Name ist Le Gall, Berater des Finanzdirektors Baudouin. Er hatte sich seit gestern in sein... Er war schwach. Als Finanzdirektor eigne ich mich tausendmal mehr. Es geschah zum Wohle des Landes. In Gottes Namen, es war Selbstmord. Warum bin ich hier? Ich bin mir noch nicht sicher, ob es nicht doch der Geist war. Aber irgendjemand muss ja bestraft werden. Nehmt, was euch beliebt.